Ah, genau. Jetzt geht's nämlich weiter. Und Schleimzeit. Das klingt nach einem Bossfight. Oh, oh, oh. Schauen wir mal. Ja, Boss. 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 Wir brauchen Boss. Was geht denn, Alter? Los. Okay, komm nur her, du Mülltonne des Terrors. Gibt es hier keine Anzeichen für irgendetwas Leben. Nein, außer den da, der einen Knochen, einen Kreisel, einen Knopf und einen Würfelintus hat. Uah! Du bist ein seltsamer kleiner Kerl. Ich habe Mitleid mit dir. Okay, er hat ihn auf jeden Fall was abgezogen. Nein, doch nicht. Ah, der wird immer kleiner, oder was? Aua. Und was ist jetzt los? Wah, 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 wah. Ah, okay. Verfolgt mich das? Oh, das verfolgt mich. Wie böse ist der denn unterwegs? Bam, 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 bam. Einfach viel und schnell schießen, das funktioniert. Bam, 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 bam. Oh. Die Kugel muss ich natürlich aufpassen. Jetzt hupft er wieder. Bam, 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 bam. Da muss ja no risk, no fun. Das ist mein Motto. Der muss einfach so den... Uah, das ist voll behindert, wo ich stehe. Boah, 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 boah. Komm, aufs Maul. Aua. Hey, was habe ich eingesammelt? Batterie, oder? Wie lange lebt denn der noch? Ich habe ihn doch schon so fertig gemacht. Ich meine, der kann kaum stehen. Au. Etta, das war's, oder? Feierabend mit der Mülltonne. Du stinkst, du Opfer. Und alles, was blieb... Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Alles, was blieb... war eine Tonne. Ein Deckel einer Tonne. Scheiße. Weiter. Ja. Habe ich keinen Film freigeschalten? Schade. Ah, doch. Okay. Achtung, fertig, los. Wie geschmiert. Ah, Hammer! Die ist Wahnsinn. Kommt ein... Els Spielzeugladen. Das Level habe ich noch in den und das ist cool. Und hier kriege ich jetzt, glaube ich, auch den Enterhaken. Nein, die Schuhe, glaube ich, kriege ich hier, die Turboschuhe. Da muss ich über die Kassen flitzen. Oh nein, geschlossen. Wir sind keine Vorschulspielsachen, Slinky. Wir können lesen. Und gut, ich komme, ja, ich komme. Alles fertig? Dann los. Aber auf dem Schild steht, dass es geschlossen ist. Ja.
Nein, nein, alle zugleich! Meine Herren, wie sollen wir Woody in diesem Riesenladen finden? Such nach Al. Finden wir Al, haben wir Woody. Verteilt euch! Der Dino. Komplett Lösung grabbed. So lobe ich mir das. Hier muss ich Küken sammeln, sehe ich an dem Bild. Die Mucke ist ja auch einfach schon der Wahnsinn. Freut mich. Macht wieder viel mehr Spaß, als in diesen vergammelten, stinkenden Gassen und Rinnen rumzuhupfen. Genau, der gibt mir das jetzt dann. Sofern ich dafür sorge. Was hat er denn verloren? Sein Arm. Finde meinen Arm und du kriegst die Raketenstiefel. Genau, mit denen kann ich hier dann wuh machen. Wusch. Hierher, Bas. Bas. Scheiße, man hat wieder voll verkackt. Da kann man Bullriding machen. Upsa. Nein, was ist los? Warum, was? Mit dem Heuballenritt kommst du rüber zum Küken auf dem Kaugummi stehen, wenn du dich hierher weggehst. Okay. Dann muss ich dann den Parcours machen, dass ich da drauf lande. Wieder, der ist ja schnell gespawnt. Und dann. Genau, dann kann ich das machen mit den Stiefeln. Dann müsste die Zeit dann reichen. Warum sind hier Kisten? Und warum ist da ein Superschuss? Und da oben ein Lüftungsschacht. Den Superschuss, den nehme ich jetzt mal noch nicht. Wer weiß, für was ich den noch brauchen kann. Alter, diese Kisten, die sind so unbesiegbar. Da was drin. Da versteckt sich manchmal was in solchen Sachen. Oder auch nicht. So, wo wollen wir hin? Gehen wir mal hier hin. Was war? Basketbälle! Piu, die aus dem Nichts spawnen. Aber ist doch für mich kein Problem. Aber da geht's irgendwie auch nicht weiter. Oder? Dann auf. Au! Wieder. Okay. Da hoch. Ich bin Bas. Basler, die schießen aus den Packungen raus, Alter. Das ist krass. Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Hallo. Ein Küken. Skateboarding. Hui. Hi, du willst deine Kuchen zurückhaben. Da hupfen Ringe rum. Also die haben sie da. Das ist eins der coolsten Level überhaupt. Da passiert so viel. Vieles, was ich auch nicht verstehe, aber es passiert. Da ist eine Münze. Die wird natürlich kassiert. Boah, habt ihr den Ring gesehen? Der war Danger. Dart. Monster Hockey. Nasty Brain? Zersägt er da gerade ein Gehirn? So, was passiert jetzt da, wenn ich da... Ah, da komme ich jetzt da hoch, okay. Warum ist denn... Also heute ist irgendwie echt die Kacke am Wursten. Die Baseballschläger, die machen da bestimmt auch irgendwas dann. Das da kann man verschieben. Du willst sicher nicht im Weg stehen, wenn mein Laser losgeht. Ja, willst du sicher nicht. Kann ich dir garantieren, wenn mein Laser losgeht, dann. Da ist doch Mütze, ja genau, jetzt sehe ich's. Kann halt aufhören, da mitzuwippen. Piu, 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 piu. Ich habe eigentlich gar nicht auf das Flugzeug gezielt und er hat es trotzdem mit eliminiert. Sehr nett,
sehr, sehr nett. Ja, ein schönes Geräusch, das er da macht. Hey, ist ein Lüftungsschacht, den kenne ich doch. Küke Numero Dos. Jetzt kommen wir wieder am Anfang. Wo kommst du denn her? Wir schießen halt kaputt jetzt. Was stimmt denn nicht mit dir? Ah, genau, jetzt bin ich wieder hier. Also, das war jetzt das Geheimnis. Ich nehme den Superschuss jetzt einfach mal mit. Ich meine, scheiß drauf. Ich bin der Beste. Ich schaffe das auch. So, to Infinity and Beyond! Da ist der Einkaufswagen. Das klang jetzt, als wüsste ich, was das soll, aber es ist tatsächlich nicht so. Da ist ein Gegner, den mache ich noch kaputt. Weil ich Bock drauf habe. Bam, Alter! In your face. Halt. Da in den Gang, da ist er gerade rein. Alles klar. Irgendwie ausrichten. So machen und dann hui. Gut, jetzt darüber. Ah, Buzzy Fuzzy. Ist das jetzt das Level, wo man dann an diesen Regal mit den Aliens vorbeikommt? Nee, oder? Das ist dann noch ein anderes. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Und wieso komme ich jetzt dann darüber? War da gerade sein Arm? Hä, hab ich... Bin ich blöd? Da war doch sein Arm jetzt da gerade auf dieser Kassen-Ding-Kacker da gelegen. Ich muss da mal rüberhupfen. Ich glaube, dass das der Arm war. Ja, was ist denn? Vorhin hat es doch funktioniert. Also ich weiß, dass es geht. Ja, ich komme. Wow. Oh, der hupft immer nicht. Ach, jetzt nerv mich doch nicht. Ich war doch da drauf. Ich war doch live dabei, als es funktioniert hat. Oder über die Kasse, aber die Kasse ist ja... Komm schon, jetzt hat... Ja, na also. Das ist doch der Arm. Na klar ist es. Das bedeutet, dieses Küken müsste ich jetzt ja eigentlich dann schon holen können. Das gibt mir nämlich jetzt die Raketenstiefel. Und die Raketenstiefel, die sind raketisch. Raketenstiefel sind raketisch. Und das war, glaube ich, dumm, weil da komme ich nie wieder raus jetzt, obwohl ich da reingehupft bin. Egal, was tun wir nicht alles für eine Münze? Ja, jetzt muss ich da eh weitergehen, was sonst. Genau, das katapultiert mich dann darüber. Und von hier aus muss ich dann das machen. Oder runterfallen, das geht genauso. Denselben Effekt, nämlich gar keinen. Nur für dieses eine Küken, da muss er so einen Aufwand betreiben. Hierher, Buzz! Vielen Dank, du hast meinen Arm gefunden, Buzz! Das war jetzt so noch nicht geplant. So, jetzt hat das. Und los. Oh, ich hasse Zeit. Ich habe überhaupt keine Kontrolle über den. Null. Weil auch die Kamera es nicht einsieht, sich mal zu drehen. Schaffe ich das noch? Das schaffe ich niemals. Oder? Das schaffe ich doch nicht. 20 Sekunden. Ja, doch, bin doch daneben. Egal. Ja, genau. Das ist das, was ich manchmal, also wirklich, da könnte ich so ausflippen. Was soll ich noch machen, außer auf diesen verpixelten Strich hupfen?
Meine Güte. Komm, mach hinne jetzt. Richtig, du bist nicht in der Weg stehen, wenn ich mache einen Laser, Mann. Komm, nochmal. Ja, oder auch nicht. Oder auch nicht. Komm. Let's echo. So. Da hoch. Bisschen drehen lassen und wusch. 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 So, nein, das solltest du jetzt eigentlich nicht machen. Darüber. Ach, Mann, das macht er doch mit Absicht, oder? Ich schwöre euch, also wirklich, ich drücke auf Hupfen. Aber er rennt halt weiter und fällt dann runter. Jetzt kann ich es eh abwarten, das hat sich schon erledigt. Das ist doch ein Bullshit. Nur damit der Rodeo-Rider... Weil man auch nicht... Man, durch diese Pixel sehe ich auch nicht, ob ich jetzt mit Flügeln hupfen soll oder ohne. Keine Ahnung. Aber er hupft ja eh nicht. Er lässt sich einfach fallen, weil das ist viel cooler heutzutage. Blöde Kamera, die sich so langsam dreht. Ah! Boah. Alter, der hat gesessen. Jawohl. Jawohl. Und nochmal. Boah, jetzt, wenn er mich drüber geschossen hätte, dann hätte ich wirklich, dann hätte ich alles deinstalliert und weggemacht. Aber das war's. Ich hab's. Yes. So, jetzt bleibt ja nur noch der Raum da hinten. Und dann bin ich ja weitestgehend eigentlich schon durch, oder? Du willst sicher nicht der Hä, warum ist denn da schon wieder so eine Kükenfrau? Hä, was will die von mir? Wenn du es schaffst, rechtzeitig zu dem Ei zu kommen, aus dem gerade ein Küken schlüpft, kannst du das Küken behalten. Komm wieder, wenn du das Küken hast. Wovon redet die Frau? Ach so, das ist jetzt... Ah, das da hinten, oder? Soll das da das Ding sein, wo das Küken schlüpft? Boah, das habe ich ja jetzt aber hier. Das war ja hier jetzt mal, also wirklich Respekt. Applaus an mich selbst. Das habe ich jetzt einfach, ohne zu checken, hat das jetzt einfach... Weißt du, das war jetzt ja ohne, also wirklich, das hat einfach Wahnsinn. Das war jetzt funktionabel. Nabel. Gott, ist das auch erledigt, ohne dass es geplant war. Münzen habe ich auch fast. Hey, ich habe doch... Ah nein, das ist was anderes. Das sind keine Raketenschuhe. Kann ich dann den Raum da überhaupt machen? Die Münzen, die nehme ich mit. Denn Münzen sind gut. Der war daneben. Komm nur in meine Reichweite. Ja, warum? Ich drücke. ich drück halt. Ich weiß, ich triff nicht, aber ich drück trotzdem. Blöd. Da sind Münzen, die will ich haben. Aber was sind das für Schuhe? Ah, jetzt hör halt auf. Konzentrier dich mal, Bass. So. Dann da hoch. Da hoch. Jawohl, ist schon voll. Sehr schön. Aber wo ist der? Der ist dann bestimmt auf der anderen Seite da drüben. Nee, das geht nicht. Komm ich da hoch? Nee. Was ist hier so los? Da bewegen sich Sachen. Das ist auch verdächtig. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal da durch diesen Schacht. Was geht hier so? Ach, das sieht aus wie ein Boss. Besiege den Dinosaur! Für einen Chip. So, was macht der? Der speit Feuer oder was? Okay, das war jetzt gar nicht so schwer bis jetzt. Wenn das so weitergeht, habe ich es gleich.
Alles klar, das war der einfachste Bosskampf, den ich je gesehen habe. Aber cool. Chip ist Chip, egal wie man ihn bekommt. Weiterspielen. Vielleicht kriege ich das Level ja voll, oder? Kann das... Aber nee. Weil ich diese Magnet- oder Dampfschuhe oder was das da dann sein werden, habe ich ja nicht. Das heißt, ich kann das ja nicht fertig machen. Und wo war nochmal das Schwein? Wo war denn das? Habe ich das schon mal gesehen? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern. Muss ja auch hier irgendwo rumhupfen, oder? Stimmt, irgendwo da oben. Und da komme ich jetzt wieder nur hin, wenn ich diese Schwebeschuhe habe, oder? Was sagt denn er so? Ich weiß, was zu tun ist. Huhn hat Küken verloren. Ja, genau. Ah, nein, jetzt hör halt auf damit, du nervst mich. Sag mir mal, wo das fette Schwein ist. Ich weiß, was zu tun ist. Ende der Halle beim Büro, er hat einige Aufgaben für dich. Warum denn? Ich weiß, was zu tun ist. Es liegt ein Chip oben auf den Schränkchen im Büro, du musst die abgeschlossene Schublade öffnen, um ihn zu erreichen. Mit dem Diskwerfer. Charlie Nase weiß im Level Baustelle. Ja. Ich weiß, was zu tun ist. Auf dem Tisch im Büro. Wo ist denn das Büro? Wo ist denn das? Bin ich da vorbeigelaufen, oder? Ach, ich bin so dumm. Da hinten war noch ein Raum, ja? Meier, mei. Alles klar, dann ist ja das hier vermutlich der letzte Raum und das müsste ja jetzt das Büro sein. Genau, da sind diese Schlösser. Der muss weg, der wird mich nämlich nerven. Die Schlösser muss man aufschießen. Und dann öffnen sich die Schubladen. Ach, der Diskuswerfer, ich... Vollidiot, hat er ja gesagt. Erstmal deinen Chip holen. Gut gemacht, Bass. Ich habe noch nie verstanden, was es mit den Chips eigentlich auf sich hat. Also für was die ihm bringen, warum er sie sammelt, das wird einem nämlich auch nicht erklärt. Es ist nur einfach von Anfang an festgelegt, dass du das zu sammeln hast. Ansonsten bist du das Opfer. Oh. Piu! Den da hinten erreiche ich nicht. Und jetzt geht die Kacke hier so auf und zu. Genau, das ist ja wieder so ein... Hallo, Bas! Hallo, Bas! Du sollst dich schon mal runterhupfen, wenn ich nicht sage. Ah ja, ist... Mach dich kaputt, ey. Piu, piu. Komm, jetzt die letzte Schublade noch und dann... Hupfi, bupfi. Ja, ist ja gut, ich höre dich. So. Zack. Ne, warten bis rauskommen. Alles klar. Der bleibt dann auch noch eine Zeit lang, das passt. Ah, das ging souverän. Weiterspielen. Nee, hätte ich gar nicht müssen, ich Vollidiot. Mir fehlt jetzt ein Küken. Aber das kann ich nicht holen. Weil ich das Luftkissen-Ding nicht habe. Das heißt, im Klartext kann ich Level verlassen machen. Denn, das war's erstmal. Hä? Ach, da gibt's ein Zeitrennen auch noch. Wo war denn das? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Egal, weiter. Natürlich speichern.